Hallo Wander- und Traumschleifen-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Adventure Travels. Wir sind in Losheim am See und gehen heute wieder ein Traumschleifchen, nämlich die Garten-Wellness-Runde. Und ob das so viel Wellness und so viel Garten ist, seht ihr, wenn ihr mitkommt. Genau. So hard to be near you. Make it hard for me to be. Ja, heute sind wir mal wieder auf einem Traumschleifchen unterwegs, also eine kleine schöne runde Tour. Und für ein Traumschleifchen ist es relativ lang, es sind 6 Kilometer. Manche Traumschleifen haben ja auch 6 Kilometer, aber es sind nur 100 Höhenmeter. Und mit Garten und Wellness passt das ja dann ganz gut. Genau, also wieder so eine schöne kleine Einsteigertour. Teil ist auf jeden Fall schon mal erfolgreich gewesen, zumindest für die Füße, da alle Wellness-Einrichtungen ja geschlossen haben, kann man das ja auch mal outdoor machen. Keep on dancing,
Baustelle hat sich wohl ein Specht ein Erdgeschoss Wohnung gesucht. Aber ihr seht, er ist hier noch am Arbeiten, weil hier unten liegen die ganzen Späne frisch und der Ast ist scheinbar vor. Ist auch irgendwann abgebrochen und runtergefallen, liegt jetzt hier. Hier sieht man schön diese Aushöhlung durch den Specht. Ja, und leider ist die Wanderung schon wieder zu Ende. Die hätten wir auf jeden Fall noch fortführen können. Die war nämlich super, super schön. Ein Traumschleifchen, das sehr entspannt ist. Mit den 6 Kilometern ganz angenehm. Ja. Ja, gerade auch zum Schluss am See sehr schön. Ja, für Kinderwagen nicht so gut geeignet, weil da sind viele, viele Wurzeln drin. Also dann eher mit der Kraxe die 6 Kilometer absolvieren. Aber man kann auch überall wieder abbiegen. Ne? Also man kommt immer wieder zurück zum See, für die Tour auch zu verkürzen. Ja, und es gibt sehr viele Bänke, man kann viele Pausen machen. Genau. Ja, wir hoffen, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß und lasst uns ein paar Kommentare da und sagen bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss! Tschüss.